Schönen guten Tag und herzlich willkommen an alle, die entweder sich das später auf YouTube anschauen oder gerade frisch neu eingeschaltet haben. Zocken mit Bohnen ist wieder angesagt. Wir spielen jetzt gleich, zumindest heute zu dem Tag, ganz frisch erschienen Trine 3 auf dem PC. Die Trine-Spiele, Teil 1 und 2 natürlich, die es bisher gegeben hat, sind schon seit etlichen Jahren draußen. Und für mich waren die immer so ein bisschen so die neue Fassung von Lost Vikings, wer sich an das Game erinnern kann, wo man drei verschiedene Charaktere hatte und Puzzle-Level, die man löst, wo jeder Charakter eigene Fähigkeiten hatte. Damals noch von Blizzard gemacht, als die mal andere Spiele gemacht haben, außer Strategie und MMORPG die ganze Zeit. Und wir können gerne aufs Ingame raufgehen, denn ich habe hier meine Einstellung schon fertig gemacht. Man konnte deutsche Texte einstellen, leider keine deutsche Synchro mit dabei, also wir werden ein bisschen rumprobieren und machen. Ich gehe einmal kurz auf Neustart, wir schauen uns das Intro mal an und ich glaube, danach können wir mal sehen, was man alles in dem Game anstellen kann. Also, was können wir hier machen? Da habe ich nur kurz gestartet, da war noch nichts. Die drei Helden. Let's play this. The Astral Academy, the highest place of wizardly learning in all the kingdom. The Academy housed magical secrets in its vaults, and the wizards had vowed to protect them from falling into the wrong hands. But a fiercely persistent monster had set its mind upon penetrating the front gates. Let me in. Oh, how odd. The monster is immune to our magic. With all these recent incidents around the Academy, I'm beginning to think we need outside assistance. I will be free. Let's send for help. What we need is our heroes. Unsere Helden. And who could the wizards mean? Why, of course, the three heroes of our story. Amadeus, Pontius, and Sawyer. At that time, Pontius, a stout-hearted knight and protector of the common folk, was busy at work. He was tracking thieves who had abducted a sheep from a poor peasant family. The no-good bandit is hiding somewhere in these ravines. I'll catch him and save that sheep. Well, my name isn't Pontius the Brave. Okay, ja, dann können wir das mal anstellen. Mit der L-Taste kann ich herumlaufen. Mit Pontius, dem Tapferen. Mit X, wie das gerade mit dem 360-Controller auf dem PC, können wir zuhauen. Ein Combo machen mit einem Shield-Bash. Mit A können wir springen. Mit B ducken. Und mit Y können wir laufen in der Anzeige. Haben wir mit den L- und R-Tasten was? Oh. Ich kann auch mit der R2-Taste angreifen. Das kann ich auch machen. Okay, ja. Dann tutorialen wir mal hier ein kleines wenig. Was natürlich jetzt schade ist, das können wir hier, oder ich kann es zumindest hier auch in der Form direkt nicht spielen, weil wir keinen 3D-Fernseher dran haben. Aber die Trine Games. Ich drück doch auf A. Oder meint er ein anderes A? Ach nee, A zum Springen. Alles klar. Das meint er. Ich dachte schon, was wollen die denn? 3D-mäßig sind das echt ganz coole Dinger, wenn das der Fernseher unterstützt oder der Monitor. So, X. Zum Hauen. Ich will aber hier rauf. Okay, alles klar. Zwei von denen gesammelt. Und klar, du hast nur dieses 2,5D, also dass du nicht komplett von hinten siehst, sondern nur diese Seitenansicht hast. Moment, ich glaube, ich weiß. Kann ich die kaputt machen? Und da liegt was zu mitnehmen, damit wir hier rauf können, müssen wir einmal das kaputt machen. Basic Rätsellösung. Okay, und wir haben es auch rausgeschafft. Boah, ne, die können wir. Ah, schieben. Mit Y. Dass wir das zum Klettern machen können. Im ersten Moment denkt man natürlich, oh, Metroidvania und so weiter, aber es ist ein kleines bisschen mehr. Release the sheep. And I'll let you go. Oh, but you thieving blackguard. Oh nein, ich verfolge ihn jetzt. Oh. Alles klar. Ich traue mich jetzt nicht, die A-Taste loszulassen. Aber es hat immerhin geklappt. Oh Mann. Okay. Runter. Das ist cool.
Das will ich auf jeden Fall nochmal probieren, weil ich habe einen 3D-Fernseher mittlerweile daheim. Und man kann die Funktion auch einstellen im Menü. Selbst auf dem PC. Also soll es einigermaßen passen. Bei den letzten Ausgaben gab es natürlich auch für so ziemlich alle möglichen Konsolen. Auch auf der Wii U. Sogar. Ich weiß nicht, ob es für den dritten Teil jetzt auch ist, oder zumindest Teil 2 gab es auf der Wii U. Okay. Ah, okay. Ein Jump Bash. Das wusste ich nicht, dass es das gibt. Gehen wir hinten durch. Okay. Ah. Natürlich. Nach vorne schieben. Alles klärchen. Dann können wir das Item holen. Das können wir dann hier in die andere Richtung wohl auch machen, ne? Lass mich schieben. Ja. Schöne Effekte. Freue mich aber wirklich, dass es bis zum... Warte mal. Ah, ich kann laufen und den Schild... Ah, den Schild in die Richtung haben. Alles klar. Gleichzeitig den Schild nach vorne. Um den vorbeizugeben, separat zu machen. Freue mich, weil das nicht von dem großen Studio hier gemacht ist, das Game. Sondern ein kleineres, was aber wirklich großer Erfolg gehabt hat mit den freien Spielen. Ich meine, sowas wie Lost Vikings habe ich immer persönlich sehr gern gespielt. Okay, rüber. Kommen wir auch da rüber? Probier's mal. Ja. Ich muss auch ein kleines bisschen an Little Big Planet denken, weil es ja auch diese 2,5D-Ansicht hatte. Also, du spielst es wie ein altes 2D-Game, von links nach rechts, aber mit ein bisschen Tiefe eben. So. Jumpen sollte reichen, oder? Alles klar. Man ist auch dann versucht, natürlich den ganzen Scheiß hier einzusammeln. Verdammt nochmal. Hat schon fast Rare ausmaßen. Oh nein. Ich muss dem Schaf retten. Ich hoffe, ich kriege dem Schaf. Ah. Jump da drüber. Okay. Da müssen wir jetzt alle geholt haben. So. Und da geht's wohl runter, ne? Kann ich das hier eigentlich... Guck mal, ich kann so runterschubsen. Wie in der Lost Bastille auf Dark Souls 2. Damit man die Wand kaputt macht. Ja gut, hier nicht mehr. Aber Explosivfässer runterrollen, damit man die Wand zum Schmied findet. So, die Frage ist es, die schon kaputt machen hier. Nicht alle. Einer reicht für mich ja noch. Obwohl, nee, ich kann alle kaputt machen, ne? Wegschieben. Ja, ich dachte ein bisschen, das ist vielleicht... Oh, zu steif. Zu steif, sag ich schon. Zu steil. Um rüber zu können, aber es hat noch ausgereicht. 34. Bevor wir weitergehen. Oh, warte mal, wie war das? Jump und... Nee, Jump und B, ne? Zum Kaputtzimmern. Aber den Topf konnte ich nicht zerstören. So, und woran ihr übrigens erkennen könnt, wenn das Cape des Charakters rot ist, dann ist es live. Moment, dann jetzt hier. Oder muss ich oben rüber tatsächlich? Ich muss oben rüber, ne? Oder dieses Ding anhauen. Ja, okay, das war's. Alles klar. Drop all your forks and dinner knives. This sheep is going back home with me. Boah. Das ist ein Hinterhalt. Yee. That is not so nice. Oh. Boah.
Oh, was war das denn? Habe ich das Schaf gerettet? Es bewegt sich noch. Ja, ich habe es gerettet. Goal. That's the end of that. Let's set you free. Und jetzt kann ich dich essen. Ein Stück vom Bein, ein Stück vom Bauch. Despite the royal pardons and grants of lands she'd earned, Zoya still did a bit of thieving and treasure hunting. In the recent years, though, Zoya had less interested in burgling the largesse of high society. Instead, she directed her attentions abroad, to far distant lands and their old forgotten ruins and treasures. Also jetzt spielen wir mit dem zweiten Charakter, eine Bogenschützin, oder? Wenn ich... Bisher kann ich nur jumpen. Ach, wahrscheinlich, weil ich keine Pfeile im Köcher habe. Irgendwie sowas, ne? Darauf. Ja. Aha. Ah, alles klar. Ich schieße mit R. Okay. Wenn ich R gedrückt, also den rechten Stick meine ich, wenn ich den rechten Stick in eine Richtung bewege, dann sehe ich, wo der Pfeil hingeht. Und er bewegt sich automatisch hoch oder runter, je nachdem, ob es gebraucht wird. Also ich muss da jetzt nicht automatisch hochzählen. Sondern es passt. Ja, der Chat schreibt es ja. Ezia ist das. Ezia, die Auditora da Firenza. Eins, zwei. Voll die Sternfrüchte hier, ne? Die man kaputt ballert. Und Fröschlis. Alles klar, gibt's hier hinten was? Schöner Look. Schöner Look, wirklich. Me like. Ah, okay. Hier rauf springen, natürlich. Sie kann nicht diesen Bash nach unten machen. Also ich kann springen und B drücken, passiert nichts. Oh, hätte ich da noch? Ist da noch was? Nicht, dass ich die Tutorial-Welt weg habe. Und danach... fehlen mir Items, das ich normal machen müsste. Eieiei, okay, Todesfall. Kann ich auch andere aktivieren? Ich habe die Frage, ob ich da hochjumpen kann. Also auf die Dinger rauf. Mal sehen, was... Ja, ach, Moment, ja, klar. So. Aha, guck mal, da kommen keine von denen raus, sondern eine Plattform. Braucht er nicht? So. Was? Wieso? Oh, ich wollte ihn wegballern, das hat nicht geklappt. Okay, ah. Ah. Alles klar, hochspringen. Und sich dann mit dem Enterhaken schleudern. Das ist auch cool, dass man von Haus aus schon mal einen Enterhaken hat. Oh, das gefällt mir auch. Steuerung fühlt sich so ein bisschen floaty, glaube ich, wenn man auf gut Englisch sagen kann. Also, sie ist... Im ersten Moment denkst du nicht, dass sie präzise ist, aber... Sie hat was. So, hoch. Nicht rechtzeitig gedruckst. Wo komme ich wieder raus? Da komme ich wieder raus. Okay. Was ist mit dem Ding hier? Nee. Vielleicht muss ich will auch versuchen, dieses Ding zu bekommen. Vielleicht ein bisschen hoch und dann wackeln, damit ich an dieses glühende Teil rankomme. Ach, ist halt schon da rausgeschmissen. Nee, ich will es noch haben. Vorne und hinten. Und weiter hoch. Vielleicht so im Kreis wackeln. Wackel. Oder erst runterschießen, aber dann habe ich Angst, dass ich es nicht wieder aufnehmen kann. Na gut, dann muss ich's. Muss ich darauf verzichten erstmal. Egal.
Hat schon fast ein bisschen was von Lara Croft hier. So, Schwung nehmen. Und drauf. Ah, da können wir jetzt mal hoch. Dommeln, aber... Oh, Walljump, oder? Ja, natürlich Walljump. Wie kriege ich die Dinger denn nicht? Oh, kann nicht sein, dass ich daneben hopse. So. Muss ich das erst runterballern? Es ist wirklich nur zum Lichtdach machen dann. Ach, warum leuchten die denn so, als ob man die mitnehmen kann? That's not nice. So. Aber gut. Was muss ich denn hier machen? Ach, da. Nee, doch nicht. Irgendwo ist doch bestimmt was verbaut. Ah, okay. Von hinten reinjumpen. Alles klärchen. So ein bisschen nachdenken ist immer gut. Okay, das kriege ich so. Darf ich rein ins Wasser? So. Alright, alright. Walljumps. Ach, so gehen sie auch einfach. Nicht wie bei Super Metroid, wo sie ein bisschen schwierig sind. Okay, das sehe ich auch schon. Man muss beide verwenden. Nein, nein. Mal wieder zurück. So. Und in den Schlangenhals. Wie in Dodongos Höhle. Bei Ocarina of Time. Okay, entlanghangeln ist das wohl. Alles klar. Uah! Okay, also. Und rüber. Boah. Hoch. Hoch. Guck mal rum. Alter, oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Dass es so bewegliche Plattformen gibt. Okay, also rüber an die Wand. Hoch zu den anderen. Und rauf. Okay. Na? Ich will doch hier... Krieg, komm ich da nicht rüber? Ach, warte. Kann ich hier noch was rüberbahnen? Ah, was ist das hier? Okay. Da auch nicht. Dann von der anderen Seite doch. Dann ist es nur das hier. Kann ich nicht... Moment. Entweder kann ich das machen, aber es bringt natürlich nichts, sobald ich los jetzt hin. Ich muss es mit dem einen an dem anderen fixieren. Okay. Okay, ja, das ist es. Schade, ich hätte auch gerne gehofft, dass ich es hier um den Stein drum herum binden kann. Ich kann mir wohl aussuchen, was von denen ich mache. Oh, und da oben? Kann ich das anballern? Ich kann es runterstürzen lassen bestimmt, oder? Okay, von der einen Seite aus. Verdammt. Das ist die sinnigste Ecke. Ah, warte mal, runterziehen, oder? Ja, alles klar. Ich dachte, ich muss so dabei. Ich wusste nicht, dass das bis nach oben hin reicht, aber natürlich, natürlich tut das reichen. Okay. Öffnen wir die Tür. Hier kann ich das wohl machen.
ich hier erstmal hinten rum. Was ist denn die richtige Herangehensweise? Gibt es hier irgendwo noch was anderes? Was zum Schießen da hinten vielleicht? Ah! Ah, von der einen Seite. Ah, okay. Ich glaube, das müsste es sein. So drumherum. Komm her. Hier noch ein bisschen mehr. Komm. Guck mal, ich hab. Ah. Also, soll ich denn beide drumherum machen? Ey, so viel reicht nicht. Ja. Dann nochmal. So. Da bin ich durch. Der Papagallo. Well, finally. Jetzt der Text auf Englisch, wo ich auf Deutsch gestellt habe. What was that? Und Held Nummer 3, oder? Zauberjohann. Linke Taste. Ups. Oh, okay. Ein bisschen schmeißen hier. Das wird natürlich sehr gefühlt. Ach, kann ich die Schildkröte? Hey, Schildi. Nee, kann ich nicht. Aber okay, das wird interessant. Also wenn ich X drücke. Erst dann nimmt es hoch. Mit Y erschaffe ich. Surfbrett. Okay, warte, wo müssen wir es? Wir müssen hier hin. Reicht das? Ja. Ich hätte ein bisschen gedacht, fast als ob der Opferzauberer nicht so viel Kraft in den Armen hat. Bisschen Kumquat. Nicht so viel Kraft in den Armen, dass er sich da auch noch hochziehen kann. Das ist ja auch öfters mal. Okay, dann machen wir es so. Doppel. Oh, reicht das nicht? Ah, okay, aber ich musste das eigentlich machen, um den hier machen zu können. Jetzt kann ich aufhören, ja. Alles klärchen. So ist es. So. Ah, okay. Okay, ich war nicht vorne genug, um das jetzt zerdeppern zu können. Muss auch ein bisschen präziser sein, wo das Ding aufschlägt. So. Oh, Fluch der Karibik. Captain Jack Sparrow wartet in diesem kaputten Schiff darauf, dass die Dreharbeiten zum nächsten Teil weitergehen. Der Johnny Depp.
Kann ich die Kanone? Ups. Hallo, Sie wollten eine Kanone geliefert haben. Hier. Bitte sehr. Bitte mit Ihnen. Bitte nach Ihnen. Ich weiß natürlich nicht, wie... Oh, da kann ich hier unten mal rein. Wie knifflig die Level werden, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen später, aber so vom Tutorial-mäßig, das lässt sich schon mal gut an. Die alten Teile gibt es natürlich wirklich für einen schmalen Taler zu holen mittlerweile. Für, wie schon erwähnt, alle Plattformen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, für wie viel man das heute im Steam Store bekommt. Maybe if I climb up on the cliffs, I could have a better view of the beach. Okay. I might find the turtles as well as Margaret and the children. Geht trotzdem da nach hinten. Da geht zum Jump mal was reichen. Aber es wird ja eh im Bereich zwischen 10 und 20 Euro sein. Ah, warte mal, jetzt mitnehmen. Mitnehmen. Ah, ich verstehe. Mitnehmen. Und trotz der Stromschnellen ist hier unten. Und nochmal. Ja, ich gehe noch kurz hier an Land und dann werden wir uns mal in die Werbung begeben. Ups. So, gehen wir hier mal rauf. Genau, wir gehen jetzt in die Werbung und schauen uns gleich im Anschluss weiter an, was wir mit Zauberkollege hier machen können. Ich denke mal, das Tutorial werden wir noch hinkriegen und vielleicht sogar ein bisschen den ersten Level. Bisher macht mir das sehr viel Spaß. Also mir gefällt es sehr gut, sieht hübsch aus und ja, ich bin mal gespannt darauf, was ihr davon haltet. Können wir uns gerne im Chat kurz austauschen und sehen uns gleich nach der Werbung wieder.